Schönen guten Tag. Ihr überlegt euch ein Fernstudium zu machen und ja, seid noch ein bisschen desorientiert, was das Ganze angeht. Also ihr wisst noch nicht so richtig, welche Hochschule soll ich wählen, welchen Studiengang soll ich wählen, nach welchen Kriterien soll ich mir einen bestimmten Studiengang aussuchen. Ja, ihr seid vielleicht auch ein bisschen überfordert, was das Informationsangebot im Netz angeht zu diesem Thema. Und in diesem Video will ich euch mal so ein kleines bisschen Struktur in eure Suche und in eure Entscheidung geben. Also wir gucken uns mal an, wie man die optimale Hochschule für sich findet, wenn man so einen Fernstudiengang machen möchte, wie man einen optimalen Studiengang findet. Generell auch, sage ich ein paar Worte dazu, wie so ein Fernstudiengang abläuft, wie lernt man, ja, wie findet man Kommilitonen, mit denen man gemeinsam lernen kann und so weiter. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit diesem Video. Erstmal vielleicht ein paar Worte zu den Begrifflichkeiten. Was meine ich eigentlich damit, wenn ich Fernstudium sage? Ja, weil viele verwechseln diese Begriffe so ein kleines bisschen. Ja, da gibt es noch den Begriff Fernunterricht, ja, und es gibt noch den Begriff Online-Studium. Und das wird dann irgendwie alles so in einen Topf geschmissen. Wenn ich von Fernstudium rede, dann meine ich in der Regel ein akademisches Studium. Also ein Studium, das ja an einer ganz normalen Universität oder in einer Fachhochschule absolviert, dass ihr mit einem Bachelor oder mit einem Masterabschluss abschließt, ja, das ist ein Fernstudium. Steckt ja auch das Wort Studium drinne. Letztendlich ist der Oberbegriff, ja, für diese Art, ja, des Lernens Fernunterricht, vereinfacht gesagt. Ja, und da fallen dann eben auch noch verschiedene Möglichkeiten, ja, Abschlüsse zu machen über Fernunterricht, ja, oder über digitale Möglichkeiten auch. Abschlüsse wie beispielsweise einen IHK-Abschluss, ja, kann man auch per Fernunterricht machen. Man kann sogar Schulabschlüsse über Fernunterricht nachholen, ja, wenn ihr ein Abitur irgendwie nachmachen möchtet oder sowas. Das geht auch per Fernunterricht. Und ja, verschiedene andere Abschlüsse, ja, einen staatlich geprüften Betriebswirt oder einfach auch nur so Weiterbildung. Ja. Also ich mache momentan beispielsweise eine Weiterbildung zum, ja, oder im Bereich Fitnesstraining, ja, das mache ich auch über Fernunterricht. Ja. Aber es ist in dem Sinne kein Fernstudium, weil ich damit keinen Bachelor oder keinen beziehungsweise Masterabschluss oder Diplom oder was es auch immer für akademische Abschlüsse gibt, mache. Ganz wichtig, wenn ich hier von Fernstudium rede, dann geht es tatsächlich nur um Bachelor, Master, eventuell Diplom an staatlichen oder privaten Hochschulen, Fachhochschulen oder Universitäten. So, jetzt ist die Frage natürlich für viele von euch, ja, oder eigentlich wahrscheinlich für jeden von euch, der sich für so ein Fernstudium interessiert, wie finde ich eigentlich die richtige Hochschule? Und ich will euch mal ein paar Anhaltspunkte mit auf den Weg geben, die euch dabei helfen sollen, die richtige Hochschule zu finden. Also grundsätzlich geht ihr mal bitte auf unsere Webseite, also nachdem ihr das Video hier geschaut habt, könnt ihr es machen, auf unsere Website fernstudi.net. Ja, das ist so ein Portal, das gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren, das sich mit dem Thema Fernstudium, Online-Studium, berufsbegleitendes Studium und so weiter beschäftigt. Das ist nicht nur eine Community für Fernlerner, sondern bietet auch überblicksartig alles, was ihr wissen müsst zum Thema Fernstudium. Beispielsweise hier eine Liste über alle möglichen Fernhochschulen in Deutschland. Ja, und diese Liste, die verlinke ich euch hier in die Beschreibung. Und wenn ihr da mal drauf geht, dann habt ihr hier wirklich alle möglichen Hochschulen gelistet. Nicht nur reine Fernhochschulen, also Hochschulen, die nur Fernstudiengänge anbieten, sondern alle möglichen anderen staatlichen Hochschulen auch. Also es gibt auch normale staatliche Präsenzhochschulen, die auch den einen oder anderen Fernstudiengang anbieten. Und alle diese Hochschulen, die listen wir hier. So, wenn ihr euch diese Liste hier anguckt, dann seht ihr hier über den einzelnen Hochschulen, ja, die hier wirklich im Detail auch gelistet werden, die Filtermöglichkeiten, die es hier gibt. Und da seht ihr, die erste Filtermöglichkeit hier ist die, dass man nur nach Unis, also nach Universität filtert, nach Fachhochschulen und nach einzelnen Instituten. So, und das ist eines der ersten Kriterien, das ihr anlegen solltet. An welcher Hochschule sollte ich ein Fernstudium belegen? Ja, ist die Frage, gehe ich an eine Universität oder gehe ich an eine Fachhochschule? Das ist die erste wichtige Entscheidung, die ihr treffen solltet. Möchte ich lieber an einer Universität studieren oder möchte ich lieber an einer Fachhochschule studieren? Was ist der Unterschied? Ganz vereinfacht gesagt, ist es so, dass Universitäten zum einen ein mehr, sag ich mal, universelles Studienprogramm haben, also nicht nur wirtschaftsbezogene BWL-Studiengänge und sowas anbieten, sondern beispielsweise auch geisteswissenschaftliche Studiengänge oder Medizin und so weiter. Ja, und entsprechend sind Universitäten auch in ihren, ja, Studiengängen ein bisschen mehr forschungsbezogen oder haben gewissen, ja,
einen gewissen Anspruch, auch noch sozusagen viel zu forschen und so weiter. Während an Fachhochschulen habt ihr häufig ein mehr begrenztes Spektrum an Fächern, die da angeboten werden, ja, begrenzt auf bestimmte Fachgebiete, beispielsweise ja, Fachhochschulen für technische Studiengänge, Fachhochschulen für BWL-Studiengänge und so weiter. Ja, und diese Fachhochschulen, die sind dann entsprechend in der Regel oder die Studiengänge an Fachhochschulen auch so ein bisschen mehr bezogen auf ganz konkrete Berufe, die man so studieren kann, also ein bisschen mehr praxisbezogen. So, nun ist es so, dass es im Prinzip nur eine einzige Fernuniversität gibt und das ist die Fernuni Hagen. Ja? Und es sollte auch so die allererste Hochschule sein, die ihr euch mal anschauen solltet, wenn ihr euch für so ein Fernstudium interessiert. Das ist eine staatliche Universität, es war lange auch die größte Hochschule in Deutschland. Ja? Also momentan sind hier so um die 70.000 Studierende an dieser Hochschule eingeschrieben. Die ist überholt worden, ja, jetzt in den letzten 1-2 Jahren von der IU Internationalen Hochschule, eine private Fachhochschule, die noch größer ist. Aber trotzdem, wenn ihr euch für so ein Fernstudium interessiert und ihr wollt an einer Universität studieren, dann kommt ihr eigentlich nicht an der Fernuni Hagen vorbei. Ja? Das Schöne an der Fernuni ist, dass da auch Studiengänge angeboten werden, die ein bisschen in Richtung Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften gehen. Also ihr könnt da Kulturwissenschaften studieren, was auch so Anteile an Geschichte und sowas mit beinhaltet. Das gibt es an keiner anderen Hochschule. So, schauen wir mal an, was es noch so für Universitäten gibt. Ich sage euch oder kann euch gleich sagen, alle anderen Universitäten, die hier gelistet werden, sind im Prinzip Universitäten, die eigentlich Präsenzhochschulen sind und nur den einen oder anderen Fernstudiengang anbieten. Eine wichtige wäre noch die Technische Universität Kaiserslautern. Ja, die hat ein kleines Angebot an Fernstudiengängen, die solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, und alle anderen bieten wirklich tatsächlich nur einzelne Studiengänge aus einzelnen kleinen Fachbereichen an. Schaut mal beispielsweise hier die TU Dresden, ja, da könnt ihr Maschinenbau studieren, müsste sogar noch als Diplomstudiengang angeboten werden im Fernstudium. Ja, und dann schaut ihr hier einfach mal durch. Fast alle anderen Hochschulen, ja, die hier gelistet werden und die Fernstudiengänge anbieten, sind Fachhochschulen. Ja, und hier schaut einfach mal durch diese Liste durch. An der IU Internationalen Hochschule kommt eigentlich keiner von euch vorbei, der sich für ein Fernstudium interessiert. Riesiges Studienangebot, ja, über 100 Studiengänge, größte Hochschule in Deutschland mittlerweile. Ja, dann haben wir hier die Hochschule Fresenius, auch eine sehr große private Fachhochschule, ja, mit sehr vielen Fernstudiengängen im Angebot. Dann haben wir hier staatliche Hochschulen wie die Hochschule Schmalkalden, ja, mit einem kleineren Studienangebot, aber auch ein sehr interessantes Studienangebot. Akkad University, eine private Hochschule und so weiter. Schaut hier einfach mal durch diese Liste durch. So, der nächste Punkt, wenn es um die Hochschulen geht, ist natürlich die Frage, gehe ich an eine private Hochschule oder gehe ich an eine staatliche Hochschule? Ja, und das ist auch eine wichtige Entscheidung für euch, die ja, sich natürlich vor allem auf die Kosten bezieht, ja, weil es in der Regel an privaten Hochschulen ganz Stückchen teurer zu studieren ist als an staatlichen. Aber die Studiengänge an staatlichen Hochschulen sind häufig auch ein bisschen anders aufgebaut. Ich will nicht sagen, dass die Studierenden teilweise mehr fordern, ja, aber es ist in der Regel auch ein bisschen schwieriger, in so einen Studiengang reinzukommen. Die sind jetzt mal von der Fernuni Hagen abgesehen, wo jeder reinkommt eigentlich, also der ein Abitur hat, ja, oder eine Hochschulzugangsberechtigung. Es sind aber die staatlichen Hochschulen in der Regel so, dass die Studiengänge ein bisschen mehr beschränkt sind. Es ist nicht ganz so einfach reinzukommen, während ihr an den privaten etwas einfacher reinkommt, ja, dafür aber dann auch mehr bezahlen müsst, ja, und ihr bezahlt jetzt einfach nicht nur, um in die Hochschule reinzukommen, ja, oder immatrikuliert zu werden, sondern ja, auch für bessere Studienmaterialien und so weiter. Also das ist ein wichtiger Entscheidungspunkt, ja, kann natürlich auch sein, dass der Studiengang, für den ihr euch interessiert, nur an staatlichen Hochschulen angeboten wird. Kulturwissenschaften beispielsweise gibt's in der Form an keiner privaten Hochschule in Deutschland. Letzter Tipp, ja, den ich euch hier geben kann für die Wahl der richtigen Hochschule, ist, dass ihr euch mal anschaut, was gibt's ja für Hochschulen, die auf bestimmte Fachbereiche spezialisiert sind. Also an der IU Internationalen Hochschule, ja, eine private Hochschule, könnt ihr im Prinzip alles studieren. Ja, da werden wirklich Studiengänge über alle Fachrichtungen hinweg angeboten, bis auf Geisteswissenschaften könnt ihr da wirklich so gut wie alles studieren. Und dann habt ihr aber kleinere Hochschulen, wie hier die Hochschule Schmalkalden, die so ein bisschen auf den technischen und betriebswirtschaftlichen Bereich spezialisiert ist.
Dann habt ihr Hochschulen wie die Akkad University, die lange zumindest spezialisiert war auf den technischen Bereich, auf Technik, Informatik und auch BWL und Management, ja, auf diese drei Fachbereiche. Und ja, dann habt ihr beispielsweise Hochschulen wie die PFH Göttingen, die vor allem auf das Thema Management spezialisiert ist, aber auch einen sehr interessanten Psychologiestudiengang anbietet, oder hier die Euro-FH, die Europäische Fernhochschule Hamburg, ja, die ganz besonders spezialisiert ist auf Studiengänge im Bereich Management. Ja, letzte, die ich hier noch nennen will, ist die Apollon-Hochschule der Gesundheitswirtschaft, die besonders interessant für euch ist, wenn ihr einen Studiengang im Bereich der Gesundheitswissenschaft anstrebt oder euch dafür interessiert. Also das wäre mein Tipp. Guckt mal bitte, ob es nicht eine Hochschule gibt, die wirklich sich auf solche Studiengänge konzentriert, einfach ein bisschen spezialisierter ist in dem Fachbereich, den ihr studieren wollt. Ja, und vielleicht ist das ja eine Option für euch, an so eine Hochschule zu gehen, versus an eine Hochschule, die wirklich eigentlich alles anbietet und von allem so ein bisschen was kann. Ja, aber das, was euch interessiert, dann nicht so richtig gut vielleicht, wie die Hochschule, die mehr spezialisiert ist auf dieses Thema. So, Freunde, eine Frage, die ich öfter höre, die mir auch mal wieder gestellt wird von Leuten, die in ein Fernstudium einsteigen möchten, ist die Frage: Ist ein Fernstudium anerkannt? Ja, und ich stelle dann eigentlich mal eine Gegenfrage. Was genau meinst du mit anerkannt? Ja, anerkannt von wem oder ja, anerkannt wofür? Ja, weil das wird nämlich nicht ganz so klar ersichtlich aus dieser Frage. Und deswegen gebe ich euch hier mal zwei Antworten auf diese Frage. Die erste Antwort lautet: Natürlich ist der Abschluss, den ihr in so einem Fernstudium erwerbt, ja, ein Bachelorabschluss, ein Master, ob es nun Bachelor of Arts, of Science, of Engineering oder was auch immer ist, ja, und beim Master genau dasselbe, oder auch ein Diplomabschluss, den man teilweise auch noch in manchen Studiengängen erwerben kann, ist ein ganz normaler Abschluss, wie ihr ihn an jeder anderen staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland erwerben würdet. Ja, also wenn ihr jetzt im Fernstudium einen Bachelorabschluss macht, dann könnt ihr damit natürlich je nach Studiengang, je nach Hochschule, auch an irgendeiner anderen Hochschule dann euren Master machen. Ja, Gesetz dem Fall natürlich, dass ihr mit den Voraussetzungen mit dem Bachelor in den Master dann reinkommt, aber ansonsten an sich erwerbt ihr einen ganz normalen Hochschulabschluss. Also das ist die eine Antwort. Die andere Antwort bezieht sich darauf, dass viele von euch wahrscheinlich wissen möchten, was sagen Personalverantwortliche eigentlich zu so einem Fernstudiengang. Ja, also erkennen die das an, ja, dass ich so ein Studium per Fernstudium absolviert habe? Was halten die davon? Oder denken die, dass ich vielleicht nur ein Schmalspurstudium in dem Sinne gemacht habe? Und hier kann ich euch sagen, da kann ich euch in dem Sinne keine klare Antwort drauf liefern, sondern einfach sagen, es kommt drauf an. Also grundsätzlich, ich habe zu diesem Thema schon mal ein ausführliches Video gemacht. Schaut euch das vielleicht mal an hier auf diesem Channel. Da gehe ich auf die Frage ein bisschen genauer ein. Hat sich auch eine sehr interessante Diskussion in den Kommentaren entwickelt. Lest euch das alles mal so ein bisschen durch. Ich gebe euch hier an dieser Stelle nur mal ein paar Anhaltspunkte. Und zwar aus meiner Sicht als Firmeninhaber und Unternehmer, was ich so denken würde, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, er hat ein Fernstudium. Und zwar würde ich, wenn das jemand ist, ja, der frisch nach dem Abitur so ein Fernstudium gemacht hat, dann würde ich wahrscheinlich zu demjenigen sagen, lass mal sein, ja, keine Ahnung, geh woanders hin. Also natürlich würde ich das jetzt nicht so sagen, ja, aber grundsätzlich ist es so, dass ich denke, dass jemand, der sein Abitur frisch gemacht hat, der sollte kein Fernstudium absolvieren, sondern der sollte erstmal an eine ganz normale Uni gehen, ja, vielleicht ein hybrides Studium machen. Das gibt es ja mittlerweile auch an vielen Hochschulen, an der IU beispielsweise oder Hochschule Fresenius. Aber ich würde mich dann fragen, ja, warum ist der nicht an eine normale Hochschule gegangen und hat da wie ein normaler, sozial kompatibler Mensch sein Studium absolviert, also er oder sie, sondern hat direkt nach dem Abitur so ein Fernstudium gemacht. Traut er sich nicht raus unter Leute oder was? Ja, und ich wäre ein Personalverantwortlicher, würde ich mich wundern einfach, beziehungsweise würde ich halt nicht wollen, dass jemand, der nicht richtig einfach mit anderen Menschen interagiert, ja, und sich dann nur zu Hause verkriecht hinter seinem Rechner und nur so ein digitales Studium macht, nicht unbedingt im Team haben wollen. So, was anderes ist es aber, wenn wir jetzt jemanden haben, der, keine Ahnung, Berufserfahrung 10 Jahre oder so hat oder 15 Jahre, vielleicht eine Ausbildung gemacht hat und sich dann nochmal überlegt, ein Studium anzuschließen, ja, um seiner Karriere ein bisschen Push zu geben, um das alles, was im Rahmen der Ausbildung und im Rahmen der vielen Jahre Berufstätigkeit gelernt hat,
nochmal ein bisschen theoretisch auch unterfüttern möchte, ja, das würde ich natürlich komplett anders sehen. Ja, da denke ich auf jeden Fall, das ist interessant, das würde ich mir genauer anschauen. Das würde ich jetzt nicht ablehnen, das wäre sogar noch interessanter als jemand, der frisch von der Uni kommt und normales Präsenzstudium gemacht hat. Also, was ich hier nur sagen möchte, es kommt drauf an, was jemand einfach für einen Lebenslauf hat und so weiter. Und ich denke mal, ein kluger Personalverantwortlicher sind ja auch immer Leute, die psychologisch so ein bisschen geschult sind. Die können das schon sehr, sehr gut einschätzen. Ja, und summa summarum, grundsätzlich kann man nicht sagen, dass ein Fernstudium schlechter oder besser ist oder weniger anerkannt oder mehr anerkannt, sondern es kommt drauf an. So, liebe Freunde, dann kommen wir mal zur Frage danach, wie läuft so ein Fernstudium eigentlich konkreter ab? Ja, und auch hier kann ich euch nicht ganz so eine klare Antwort geben, weil das natürlich von Hochschule zu Hochschule, von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich abläuft. Ich kann euch aber mal eines sagen, und zwar werdet ihr im Fernstudium ganz zentral sehr, sehr viel mit Lernskripten arbeiten, also mit Skripten, mit gedruckten Skripten oder vielleicht mit Skripten, die ihr über euer iPad bearbeitet. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die viele von euch, ja, die sich für so ein Fernstudium interessieren, am Anfang nicht so richtig verstehen, ja, und dann vielleicht so ein bisschen enttäuscht sind, wenn das Ganze losgeht. Ihr könnt euch das nicht so vorstellen, dass ihr in einem Fernstudium wirklich am Bildschirm die ganze Zeit irgendwelche Vorlesungen habt und euch da einfach nur auf die Couch pflanzt, ja, ein paar Chips reinhaut oder sowas und dann da eure Vorlesung gucken könnt, ja, im Schlafanzug oder sowas, sondern ihr werdet im Fernstudium, das müsst ihr verstehen, sehr, sehr viel mit solchen Lernskripten arbeiten. Ja, also hier haben wir ein paar Lernskripte von der Hochschule Fresenius. Das sind ein paar, würde ich jetzt mal sagen, besonders schöne, gut gestaltete Exemplare. Hier haben wir die Lernskripte der Fernuni Hagen. Ja, das sieht dann einfach so aus. Also ihr habt dann hier wirklich einfach einen Haufen Text und so weiter, den ihr durcharbeiten müsst, ja, und dann absolviert ihr eure Prüfungsleistungen, wenn ihr eure Module durchgearbeitet habt. Die Prüfungsleistungen, die sind im Fernstudium ganz häufig Klausuren, ja, je nach Hochschule auch Online-Klausuren, also könnt ihr tatsächlich auch am Bildschirm absolvieren, aber an anderen Hochschulen finden die dann auch einfach vor Ort statt. Da gibt es auch sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen. Ja, an Hochschulen wie der IU Internationalen Hochschule könnt ihr jederzeit sozusagen eure Klausuren schreiben. An anderen Hochschulen wie der Fernuni Hagen gibt es dann so ganz klassische Klausurenphasen, einmal im Semester, wo man dann da mehrere Prüfungen vielleicht so hintereinander schreibt, immer je nachdem, was man für Module belegt hat. Also, das sind die Skripte, ja, mit denen werdet ihr die meiste Zeit lernen. Dann werden diese Skripte natürlich je nach Hochschule ergänzt durch so ein bisschen Videomaterial, also kürzere Videos beispielsweise wie an der IU Internationalen Hochschule oder alle möglichen anderen Dinge. Ja, über virtuelle Bibliotheken könnt ihr euch da zusätzliche Lehrbücher runterladen. Ihr werdet natürlich nicht drum rumkommen, im Fernstudium euch auch das eine oder andere Lehrbuch zuzulegen. Also wenn ihr jetzt BWL beispielsweise studiert, dann müsst ihr euch schon, oder Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen, dann müsst ihr euch schon auch das ein oder andere Klausurtrainingsbuch zulegen, also zusätzlich noch zu den Skripten, die ihr dann gestellt bekommt von eurer Hochschule. Dann habt ihr das ein oder andere Video, was ihr euch dazu angucken müsst oder könnt, ja, wo der Lernstoff aus den Skripten nochmal so ein bisschen unterfüttert wird. Ja, und dann gibt es noch alle möglichen anderen digitalen Möglichkeiten. Ja, vielleicht habt ihr mal so ein kleines Übungsprogramm, was ihr da online absolvieren könnt und so weiter. Dann, neben dieser Arbeit an den Skripten, gibt es dann die Seminare, ja, und die Seminare finden auf der einen Seite online statt, in Form von Webinaren, das hat man besonders an Hochschulen wie der IU Internationalen Hochschule so, auf der anderen Seite finden die, oder an anderen Hochschulen finden die dann ganz normal in Präsenz statt, ja, und auch hier gilt, ja, da kann man jetzt keine allgemein verbindliche Aussage dazu treffen, schaut euch mal an, wenn ihr euch für einen Studiengang interessiert, wie viele Seminare werden dort angeboten, sage ich gleich noch ein bisschen was genauer dazu. Dann habt ihr vielleicht einmal im Semester noch so eine kleine Seminarphase, wo ihr direkt an die Hochschule fahrt, eure Kommilitonen ein bisschen kennenlernt, die Lehrkräfte so ein bisschen kennenlernt. Oder ihr absolviert das Ganze dann eben je nach Studiengang einfach digital. Ja, habt dann einfach über Zoom beispielsweise so kleine Konferenzen mit euren Kommilitonen, mit Lehrkräften, wo ihr dann den Prüfungsstoff nochmal so ein bisschen durchgeht und so weiter. Also nochmal zusammengefasst, in so einem Fernstudium werdet ihr hauptsächlich mit Skripten lernen. Ja, wenn das nichts für euch ist,
dann ist wahrscheinlich die Form des Fernstudiums auch nicht für euch. Dann überlegt mal, ob ihr vielleicht ein berufsbegleitendes Studium macht. Ja, das gibt es an der IU Internationalen Hochschule beispielsweise. Da könnt ihr so ein berufsbegleitendes Studium entweder vor Ort studieren. Also ihr habt dann 2-3 Mal die Woche abends Vorlesungen, also wie so ein Abendstudium. Ja, oder an der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management, gibt es auch. Und diese beiden Hochschulen, die bieten mittlerweile auch so ein digitales Studienformat an, wo ihr dann tatsächlich richtig auch Vorlesungen über euren Rechner habt. Ja, so wie ich das gesagt habe, wie sich das manche vorstellen, habt ihr dann einfach 2-mal oder 3-mal in der Woche so Veranstaltungen, wo ihr dann vor euren Rechner hocken könnt, ja, und dann einfach ja richtig normale Vorlesungen habt, ja, und so interaktive Lehrveranstaltungen. Das gibt es beispielsweise an der IU. Wenn das nichts für euch ist und ihr wollt eben so ein Fernstudium machen, dann achtet einfach darauf, ja, dass ihr sehr, sehr viel mit Skripten lernen und sehr viel auch alleine lernen werdet. So, Freunde, jetzt noch eine wichtige Frage. Ja, eine sehr, sehr wichtige Frage, würde ich mal sagen, die sich viele Einsteiger stellen. Und zwar, wie finde ich den richtigen Studiengang? Ja, also, was sind so Kriterien, die ich ansetzen soll, um den passenden Studiengang für mich zu finden? Und hier will ich euch auch mal ein paar Tipps geben. Grundsätzlich findet ihr hier auf diesem Channel wirklich sehr viele Videos, wo ich Studiengänge, Fernstudiengänge miteinander vergleiche. Ja, teilweise Studiengänge, die sich sehr ähnlich sind aus einem Fachbereich, teilweise aber auch Studiengänge, die sehr unterschiedlich sind. Und guckt euch einfach mal den einen oder anderen von diesen Vergleichen an, weil ich dort immer wieder auch die Kriterien aufführe, die ich für den Vergleich sozusagen ranziehe. Aber ich gebe euch hier jetzt mal so ein paar Kriterien mit, die ihr sozusagen in Betracht ziehen solltet, wenn ihr euch so einen Studiengang anschaut. Grundsätzlich habt ihr hier auf fernstudi.net, ja, die Seite, die ich euch eben schon genannt habe, ein riesiges Verzeichnis, wirklich mit so gut wie allen Fernstudiengängen, die es in Deutschland so gibt, und allen möglichen Informationen dazu. Also ihr könnt hier einfach die Suchfunktion nutzen, ja, gebt hier einfach euren Wunschstudiengang ein, ja, Bachelor Psychologie oder was auch immer, und klickt dann hier einen dieser Studiengänge an, oder ihr hangelt euch hier durch die einzelnen, ja, Fachbereiche. Ja, wenn ihr euch jetzt für den Fachbereich Rechtswissenschaft, Jura interessiert, schaut hier einfach mal durch und habt hier wirklich immer so sehr, sehr, ja, ausführliche Übersichten über alle möglichen Bachelor und Master in diesem speziellen Fachbereich. Ja, schauen wir uns vielleicht mal, ja, einen beliebten Studiengang an. Ja, nehmen wir hier mal Wirtschaftspsychologie beispielsweise an der IU Internationalen Hochschule und gehen mal ein paar Kriterien durch, ja, die man sich immer auch in Betracht ziehen sollte, wenn man so einen Fernstudiengang interessiert oder sich für so einen Fernstudiengang interessiert. Nummer eins natürlich, ja, wie lange dauert so ein Fernstudiengang? Ja, seht ihr hier immer, die Regelstudienzeit in diesem Fernstudiengang, jetzt Wirtschaftspsychologie, liegt bei 6 Semestern. Und ihr müsst aber wissen, dass ihr im Fernstudium ja in der Regel je nach Hochschule immer mehrere Zeitmodelle zur Auswahl habt. Also wenn ihr wirklich ganz, ganz viel Zeit habt für euer Studium, dann könnt ihr das in Regelstudienzeit 6 Semestern durchziehen, wie auch an einer normalen, ja, Präsenzhochschule, wie das da auch möglich ist. Aber meistens, ja, oder die meisten von euch werden wahrscheinlich berufstätig sein und wollen neben ihrem Beruf so ein Studium absolvieren, dann bietet sich's an, ein anderes Zeitmodell zu wählen. Und an der IU Internationalen Hochschule hier habt ihr beispielsweise, also in allen Bachelor-Studiengängen, auch im Masterstudium, 3 Zeitmodelle. Ja, ihr habt das sogenannte Vollzeitstudium, was ich euch gerade gezeigt habe. Ihr habt ein Teilzeitstudium 1. Ja, vielleicht schauen wir uns das mal auf der Webseite der IU an. Also ihr habt hier, wie gesagt, das Vollzeitstudium. Ja, das dauert immer 6 Semester oder 36 Monate im Bachelorstudium. Ihr habt das Teilzeit 1 Modell. Ja, das ist eigentlich, ich glaube, trotzdem ein Vollzeitstudium in dem Sinne. Also wenn ihr jetzt BAföG zum Beispiel bekommen möchtet für euer Studium, dann würde das hier, glaube ich, immer noch als Vollzeitstudium gelten. Ja, das dauert dann 8 Semester, so ein Bachelorstudium. Und soweit ich weiß, machen das auch die meisten von euch. Also die meisten von euch entscheiden sich hier für dieses Teilzeit-1-Modell. Und dann gibt es hier an der IU noch das sogenannte Teilzeit-2-Studium. Ja, das dauert dann wirklich 12 Semester. Also wenn ihr jetzt ein Bachelorstudium macht, also doppelt so lange, dann könnt ihr euch wirklich richtig lange Zeit lassen. Also hier an der IU ist es so, dass ihr jedes dieser Zeitmodelle noch um einen gewissen Zeitraum, ja, überschreiten könnt. Ich glaube, hier müssten es 1 oder 2 Semester sein, ohne dass das Ganze dann die Kosten erhöht. An anderen Hochschulen habt ihr andere Zeitmodelle. An der Hochschule Fresenius gibt es beispielsweise nur das
Vollzeitstudium und das Teilzeitstudium von 8 Semestern. An anderen Hochschulen wie der Wilhelm-Büchner-Hochschule gibt es eigentlich nur in dem Sinne ein Vollzeit- oder Teilzeitstudium. Also dauert das Studium immer 7 oder 8 Semester. Ja, man kann es aber kostenlos oder ohne weitere Kosten überziehen. Und an der Fernuni Hagen gibt es auch erstmal nur das Vollzeitstudium. Aber wenn man da besondere Gründe anbringen kann, ja, wenn man eben berufstätig ist oder was auch immer, kann man da auch ins Teilzeitstudium einsteigen. Ja, also das ist immer so die allererste wichtigste Sache, die man sich so angucken sollte. Wie lange dauert das Studium und was werden von der Hochschule für Zeitmodelle angeboten? Dann, wichtiger Punkt, sind natürlich die Kosten. Ja, also was kostet das Studium? Ja, wahrscheinlich gucken sich das die meisten von euch zuallererst an. Also erstmal ins Portemonnaie gucken, was kann ich mir leisten? Und ist es überhaupt notwendig, viel für ein Studium auszugeben, wenn das auch an staatlichen Hochschulen vielleicht günstiger angeboten wird? Ja, also das sollte man sich immer angucken. Und hier ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch ans Herz legen möchte, guckt euch immer die Gesamtkosten als erstes an von so einem Studium. Also guckt bitte nicht auf die monatlichen Gebühren, sondern immer auf die Gesamtkosten. Ja, weil an verschiedenen Hochschulen gibt es verschiedene Kostenmodelle. An der IU, habe ich ja gesagt, gibt es 3 Zeitmodelle. Und je nachdem, ob ihr da Teilzeit studiert oder Vollzeit, zahlt ihr mehr oder weniger für euer Studium. Ja, also wenn ihr jetzt ein Vollzeitstudium macht, zahlt ihr weniger insgesamt, als wenn ihr jetzt so das Teilzeit-2-Modell beispielsweise studiert. Also da gibt es zwischen diesen beiden Studienmodellen Preisunterschiede von um die 2.000, 3.000 Euro. Ja, und viele sehen aber immer zuerst die monatliche Belastung, also was zahlt ihr im Monat, nämlich an den meisten privaten Hochschulen könnt ihr eure Studiengebühren auch monatlich bezahlen. Dann seht ihr da ja monatlich nur 200 Euro, ja, aber insgesamt kommt ihr doch dann schon auf einen ziemlich hohen Betrag, 14.000, 15.000 Euro. Habt zwar eine geringere monatliche Belastung, aber in Summe sind die Studiengebühren doch dann ein ganzes Stückchen höher. Also achtet immer darauf, dass ihr nicht auf die Monat und nicht nur auf die monatlichen Kosten guckt, sondern euch immer auch die Gesamtkosten anguckt. Das gilt natürlich auch für staatliche Hochschulen, wo ihr in der Regel ja Semesterbeiträge zahlt oder so etwas wie Semesterbeiträge für Masterstudiengänge. Kann es auch mal sein, dass ihr Studiengebühren bezahlt, aber an vielen staatlichen Hochschulen zahlt ihr erstmal normale Semesterbeiträge und wenn ihr die mal auf die Regelstudienzeit rechnet, ja, dann wisst ihr halt schnell, wie viel da ungefähr für das Studium zusammenkommt. Ja, nur ist es so, dass ihr an einer staatlichen Hochschule wirklich für jedes zusätzliche Semester immer weiter diese Semesterbeiträge zahlt. Also es hört dann nicht auf, sozusagen wie an den privaten Hochschulen, wo ihr dann in der Regel nicht mehr als diesen Gesamtbetrag blechen muss. Also guckt euch wirklich immer mal an oder guckt euch wirklich bei jedem einzelnen Studiengang an, wie hoch werden die Gesamtstudiengebühren sein nach oder entsprechend dem Zeitmodell, für das ich mich entschieden habe, ja, oder das ich gerne studieren möchte. So, ein weiterer wichtiger Punkt, ja, den viele Einsteiger auch vernachlässigen, sind die zusätzlichen Kosten, ja, also natürlich muss man sich im Studium immer auch Lehrbücher kaufen, ja, je nachdem natürlich, was für ein Studium ist. Hier so ein BGB ist jetzt nicht teuer, ja, kostet vielleicht 4-5 Euro oder sowas. Aber gerade in so Fächern wie BWL und so klausurenlastige Fächer muss man sich doch auch immer eine ganze Menge Übungsbücher und sowas kaufen. Ja. Oder beispielsweise, weiß ich jetzt nicht, wie es im Fachbereich Psychologie oder sowas ist, ja, bei den Rechtswissenschaften beispielsweise kauft man sich doch in der Regel noch das eine oder andere Übungsbuch, Lehrbuch, Nachschlagewerke und so weiter. Natürlich könnt ihr euch viel über die digitalen Bibliotheken oder die virtuellen Bibliotheken der Hochschule ausleihen, aber hier ist auch ein recht großer Unterschied von Hochschule zu Hochschule, ja, was da insgesamt angeboten wird. Also das ist auf jeden Fall ein Kostenfaktor, weitere Lehrbücher. Dann weiterer Kostenfaktor ist natürlich die Technik. Ja, ihr braucht schon einen ordentlichen Rechner für so ein Fernstudium oder einen einigermaßen gängigen Laptop. Ja, das muss jetzt kein Gamer-Rechner sein in dem Sinne. Vielleicht noch ein Tablet-PC dazu und dann kommen auch schon ein bisschen Kosten zusammen. Aber die meisten von euch, die haben wahrscheinlich auch schon einen Rechner zur Verfügung. Ja, noch Headset dazu, vielleicht noch eine Webcam. Ja, die braucht ihr auch auf jeden Fall, wenn ihr Online-Klausuren absolvieren wollt. Und auch das ist ein Kostenfaktor. Ganz wichtiger Kostenfaktor noch, den viele von euch übersehen, sind versteckte Kosten, wie die Kosten die entstehen, wenn man zu Seminaren anreist. Also die Anreisekosten, ja, keine Ahnung, ihr lebt in München, wollt dann nach Hamburg dann Seminar machen, da kommen schon ein paar Euros zusammen für den Sprit.
Zusätzlich noch die Übernachtungskosten dann in der Stadt, 1-2 Nächte, Verpflegungskosten und so weiter. Ja, das ist alles, ja, sind alles Kosten, die sollte man mit einberechnen. Deswegen immer genau gucken, wie viele verpflichtende Seminare gibt es in dem Studium und wie hoch könnten ungefähr die Kosten sein, die mir das Ganze verursacht. Also macht am Anfang, bevor ihr so ein Studium macht, schon mal so eine kleine Kostenrechnung und ja, überschlagt euch mal so die ungefähren Gesamtkosten für dieses Studium. So, Freunde, nächster Punkt, ganz wichtig für die Entscheidung für oder gegen so einen Studiengang, sind natürlich die Studieninhalte. Also schaut euch immer genau an, ja, wie ist der Studiengang aufgebaut. Also hier auf Fernstudien.net in diesem Verzeichnis habt ihr eigentlich in den wichtigsten oder meisten Studiengängen hier so eine Übersicht über die einzelnen Module, die man in so einem Studium absolviert. Und das würde ich mir mal ganz genau anschauen. Habt ihr in der Regel auch eine Übersicht auf den Webseiten der einzelnen Hochschulen. Also hier beispielsweise auf der Webseite der IU Internationalen Hochschule habt ihr hier eine schöne Übersicht über die einzelnen Inhalte. Und ganz wichtig, ja, also ihr könnt euch das Ganze in der Regel hier auch als PDF-Datei runterladen, ja, den exemplarischen Studienablaufplan. Hier auf der IU wird das Ganze auch mal schön unterteilt in, ja, je nach Zeitmodell. Also seht ihr wirklich, wenn ihr jetzt hier Teilzeit studiert, wie ist das Studium aufgebaut, welche Module absolviere ich in welchem Semester. Und das zweite Wichtige, was ihr euch in Bezug auf die Studieninhalte anschauen solltet, ist, was gibt es für Vertiefungsmöglichkeiten? Also, weil verschiedene Hochschulen bieten unterschiedliche Möglichkeiten an, auch in den unterschiedlichen Studiengängen sich zu vertiefen. Ich finde es besonders wichtig, ja, dass man die Möglichkeit hat, sich in möglichst viele Themen im Laufe des Studiums zu vertiefen. Also an der IU ist es immer schön, habt ihr in der Regel in einem Bachelorstudiengang so 30 Leistungspunkte, die ihr für eure eigenen Interessen verwenden könnt, ja, und da euch da irgendein Vertiefungsfach natürlich aus einem gewissen Katalog aussuchen könnt. An der Fernuni Hagen habt ihr das auch häufig und an anderen Hochschulen und vergleicht mal einfach so ein bisschen, ja, wie viel oder wie weit kann ich mich vertiefen in meinem Studiengang. Also schauen wir hier mal an, wenn man sich hier den Fernstudiengang Soziale Arbeit anschaut an der IU, seht ihr, habt ihr hier wirklich 3 Wahlpflichtmodule. Den ersten oder das erste Modul könnt ihr hier wirklich aus diesem großen Bereich raussuchen, das zweite auch, ja, ich glaube, das ist nochmal derselbe Bereich und das dritte habt ihr hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, euch dann in ein Thema eurer Wahl zu vertiefen. Also schaut euch wirklich mal ganz genau an, was sind die Studieninhalte und was sind die Vertiefungsmöglichkeiten. Letzter Punkt für die Wahl des richtigen Studiengangs ist natürlich zu gucken, ja, was gibt es für Präsenzen? Also was werden für Präsenzphasen angeboten? Also hier in diesem Studiengang Maschinenbau haben wir beispielsweise Präsenzphasen von, ja, verschiedenen Seminaren, die dauern mal 1 bis 3 Tage und werden in der Regel am Wochenende angeboten. Insgesamt, ja, sind das 49 bis 51 Tage in diesem Studiengang. Also eine ganze Menge, ja, über 6 Semester, wenn man das mal runterrechnet, 49 Seminartage insgesamt. Da kommt auch noch ein Haufen an Kosten zusammen, hatte ich euch ja eben schon gesagt, dass man das auch ein bisschen mit kalkulieren sollte und natürlich auch ein Haufen Stress in dem Sinne, ja. Also ihr müsst dann wirklich euch vielleicht frei nehmen, müsst euch vielleicht Urlaub nehmen und so weiter. Müsst gucken, wo ihr da hinfahrt. Also ihr solltet dann auf jeden Fall auch recherchieren, wo finden diese Seminare statt. Ja, sind die bei mir irgendwo in der Nähe oder muss ich dafür erst durch halb Deutschland reisen, um zu diesem Seminar zu kommen? Ja, kann ich dieses Seminar vielleicht auch digital absolvieren, was mehr und mehr Hochschulen, vor allem die privaten heutzutage, auch anbieten als eine Möglichkeit und so weiter. Also schaut euch das immer ganz genau an, wie viele Präsenzphasen werden angeboten und vergleicht auch die einzelnen Studiengänge so ein bisschen unter diesem Aspekt. Dann will ich noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie lange so ein Studium eigentlich dauert. Ja, und eigentlich habe ich es ja schon gesagt, also ich hatte euch die 3 Zeitmodelle vorgestellt, die ihr an Hochschulen wie der IU habt oder auch an anderen Hochschulen. Ja, in der Regel habt ihr mindestens immer 2 Zeitmodelle, das Vollzeitstudium und ein Teilzeitstudium. Und womit ihr euch auch auseinandersetzen solltet, bevor ihr in so ein Studium einsteigt, ist die Möglichkeit, so ein Studium zu verkürzen. Ja, weil gerade die privaten Hochschulen bieten da sehr viele Möglichkeiten an, dass man sich beispielsweise Weiterbildungen und andere Sachen, die man mit ins Studium bringt, schon an Vorwissen anerkennen lässt. Ja, also das können Weiterbildungen sein, die man mal absolviert hat. Das kann eine Ausbildung sein, die man absolviert hat. Eine Fortbildung beispielsweise, wie etwa zum staatlich geprüften Betriebswirt. Oder ihr habt schon mal studiert, habt ein Studium abgebrochen. All diese Sachen könnt ihr euch gegebenenfalls
anerkennen lassen für euer Studium und dadurch die Studienzeit ein Stückchen verkürzen. Ja, teilweise könnt ihr diese Studienzeit sogar signifikant verkürzen. Also Beispiel, ihr habt eine Ausbildung oder eine Fortbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt absolviert und wollt jetzt nochmal BWL studieren. Ja, ob das Sinn macht, ist nochmal eine andere Frage. Aber angenommen, ihr wollt das so machen, dann könnt ihr euch an vielen Hochschulen weite Teile dieser Fortbildung so weit anerkennen lassen, dass ihr da bis zu 2 bis 3 Semester jetzt im Vollzeitstudium sparen könntet, ja, und dann einfach nur noch 2, 3, ja, vielleicht 4 Semester absolviert und wirklich so eine ganze Menge an Studiengebühren, aber eben auch an Lernzeit und Studienzeit spart und so sehr viel schneller zu eurem Abschluss kommt. Also immer auch prüfen lassen, bevor ihr in so ein Fernstudium geht, was könnt ihr anerkennen lassen. An den meisten privaten Hochschulen könnt ihr das wirklich schon im Vorhinein prüfen lassen, ja, und lasst das einfach mal von verschiedenen Hochschulen durchprüfen, ja, und entscheidet euch auch so ein kleines bisschen danach, wo habe ich die besseren Möglichkeiten, das Studium zu verkürzen. So, liebe Freunde, allerletzter Punkt, den ich euch jetzt noch nennen möchte oder auf den ich euch hinweisen möchte, wo finde ich Informationen oder weitere Informationen zum Fernstudium? Ja, ihr seid vielleicht auch so ein bisschen verwirrt durch die Fülle an Informationen, die es dazu gibt im Internet. Ein wichtiger Ansprechpartner oder ein Anlaufpunkt, ja, so wie ich es mal sagen, ist natürlich hier unser Channel, den ihr jetzt schon entdeckt habt, wie es aussieht. Aber auch auf unserer Webseite fernstudi.net findet ihr wirklich sehr, sehr viele Informationen rund um das Thema Fernstudium. Ja, wir haben eine App, die könnt ihr euch dann runterladen, wenn ihr ein Fernstudium gestartet habt. Ja, oder ihr meldet euch jetzt hier einfach über diese Webseite an und tretet einfach mit der Community in Kontakt, könnt ihr Fragen stellen, könnt mich auch persönlich direkt anschreiben. Ja, andere Möglichkeit ist beispielsweise Instagram. Also wir sind auch auf Instagram vertreten und guckt da einfach mal auf unseren Account, guckt einfach mal, wem wir da alles folgen und da findet ihr wirklich Hunderte mittlerweile von anderen Fernstudierenden, die regelmäßig über ihr Fernstudium bloggen oder posten auf Instagram. Folgt denen da einfach mal so ein bisschen, um zu gucken, wie sieht so der Alltag eines Fernstudierenden aus. Ja, dann gibt es andere Communities, die ich euch auch ans Herz legen kann. Beispielsweise fernstudiuminfos.de, ja, auch ein Forum im Prinzip, ja, wo ihr auch wirklich jede Menge Informationen, Austausch auch zum Thema Fernstudium findet, ja, auch mit dem YouTube-Kanal. Also schaut dort auch mal auf dem Channel vorbei von fernstudiuminfos.de. Da findet ihr auch regelmäßig Videos, auch Interviews mit anderen Studierenden und so weiter. Das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. So, was ich euch auch ans Herz legen kann, ist beispielsweise fernstudiumcheck.de. Habt ihr vielleicht auch schon entdeckt. Da findet ihr jede Menge Bewertungen auch zu einzelnen Studiengängen. Also schaut euch auch mal die Bewertungen an für einzelne Studiengänge. Ist natürlich auch ein Aspekt, der eine gewisse Rolle spielt, wenn man sich für ein Fernstudium interessiert. Also hier auf fernstudiumcheck.de findet ihr wirklich sehr hochwertige Bewertungen. Kann ich euch auch ans Herz legen. Ja, ansonsten gibt es auch noch themenspezifische Portale. Beispielsweise, wenn ihr an der Fernuni Hagen studiert, gibt es noch studienservice.de. Also schaut da mal vorbei. Ist im Prinzip auch ein Forum, so ein bisschen wie fernstudium.infos.de, ja, ist eigentlich ein Riesenforum, gibt es auch schon sehr, sehr lange, ich glaube mindestens so lange, wenn nicht noch länger als fernstudi.net, ja, ansonsten gibt es auch wirklich noch einen Haufen Gruppen auf Facebook, LinkedIn gibt es auch mittlerweile die ein oder andere Seite zum Thema Fernstudium, schaut da überall mal vorbei. So, Freunde, das war jetzt ein sehr, sehr langes Video, ja, aber ich denke mal, wenn man sich für so ein Fernstudium entscheidet oder entschieden hat, so ein Fernstudium zu machen, sollte man doch wirklich lange recherchieren, sich ausführlich damit beschäftigen. Deswegen haben wir das jetzt auch ein bisschen länger gemacht und sehr, sehr ausführlich. Ich würde mal sagen, schreibt mir einfach eure Fragen in die Kommentare. Vergesst nicht, diesen Channel zu abonnieren. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Channel. Eure.